Ne, weiß ich nicht. Ich hab's zumindest noch nicht. Aber ich bin gespannt. Läuft eigentlich meine Aufnahme noch? Von der Facecam? Läuft noch. Sehr irre! Feuerbolzen. So, da ist er wieder. Da bin ich wieder. Guten Tag! Praise the sun. Gnade. Ja, ist richtig. Knie nieder vor mir. Ich weiß immer noch nicht, ob es dieses Ding nach unten zeigen gibt, wie in Dark Souls 1. Kann es aber sein, dass es das in Dark Souls 2 gar nicht gibt. Aber, naja, ich habe ja das Buch auch noch nicht aufgemacht. Das kommt ja alles noch. Kommt noch. So. Woran sehe ich denn jetzt eigentlich, ob... wie viel Leben ich aktuell habe? Woran sieht man das? Wie viel Leben? Ja, wie viel, Lebenspunkte ich jetzt aktuell habe, das sieht man gar nicht, ne? Da wird mir nur meine maximale TP angezeigt, aber es wird mir nicht angezeigt, wie viele TP ich jetzt aktuell habe. Spieler in. Also wenn du schon ein bisschen Schaden bekommen hast oder so? Ja, zum Beispiel. Um halt zu sehen, ob der, wie heißt es? Ob der Balken halt hochgeht. Durch den Ring bei mir. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Au. Scheiße, ich muss ja da rüber schwimmen. Nö, ich habe mich einfach runterfallen lassen. Moment. Au, au. Ich sterbe. Ich auch. Oh. Lol, du bist gestorben? Oh. Was hast du denn gemacht? Ah, um Haaresbreite habe ich die Treppe verpasst. Oh Mann. Einfach das Gefecht zum Ecke gesprintet, ne, und dann sofort in den Tod gesprungen. Das kostet eine Menschlichkeit. Ja, aber wir haben gerade eine bekommen durch den Instagram. Achso. Wie viele Menschlichkeit hast du denn noch? Ich glaube 18 oder 19. Dann haben wir noch ein bisschen was. Ich habe gerade mal 10. Ich habe einmal ganz schön, habe ich investieren müssen. Aber ich habe gesehen, und zwar wenn du, wie heißt es, wenn du die Sangesdämonen getötet hast, hast dann diese Sängerfrauen dann noch befreit. Das, was ich übrigens auch noch machen musste, diese eine Sängersknabin da oben im Turm. Ach die, ja. Gesperrt ist. Ja. Dann kannst du eine Tür öffnen, wo hinter ein Altar ist, wo du, glaube ich, menschlich werden kannst. Also wenn du untot bist, also zur Hülle geworden bist, dann kannst du da hingehen, kannst, weiß ich nicht, an dem Altar halt beten und kannst dadurch menschlich werden. Das ist jetzt natürlich ein mega Aufwand, jedes Mal dahin zu latschen. Aber gut, wenn du keine mehr hast, dann bist du ja schon. Na klar. Oh, hier machst du aber Schaden, ey. Nee, oh ja. Hm. Au. Smack that bitch! Ja, aber ich mach einfach überhaupt keinen Schaden. Das ist der Hammer. Du machst gerade Schaden, was ist der Hammer? Ja, aber ich habe gerade gesehen, mein Lebensbalken hat sich gerade etwas bewegt. Das heißt also, der Ring heilt mich ein bisschen, ja. Ja, dann ist das doch keine Einbildung, dass bei dir manchmal so ein bisschen hier was peu à peu draufkommt. Ja, ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass das nicht funktioniert, wenn du halt ein Phantom bist, ne? Ja, das wäre ja vollkommen sinnbefreit, ne? Eigentlich dieser Ring dann. Ja gut, wenn es dann als Mensch halt nur machen könntest, so meine ich das, ne? Was ist denn nochmal gelbes Kraut? Stellt ein paar... Ne, das... Ja, wo lass ich mal eben drin. Warte, ich will mal eben mein Blitzpulver noch ins Inventar nehmen, so. Ich hol schon mal einen, ne? Komm her, Mustafa. Er ist übrigens sauer auf mich. Oh, er schießt! Boah. Ja, das Witzige ist, das ist irgendwie ein Blitzschaden, was... Alter! Lass dich von dem übrigens nicht beißen. Der Schüttel... Ja. Ich zwei Siege. Halt als gedacht. Oh nein. Au. Was ist
Also der Beißangriff von ihm ist wirklich der beschissenste von allen. Weil, wie heißt es? Das macht so einen Schaden dann. Die beste Taktik ist eigentlich wirklich immer um ihn rumlaufen. Dann zwei, dreimal schlagen und dann ist er down. Ich hab gerade gar nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns mal durchlaufen. Durchlaufen? Ja, jetzt zu dem Bonfire. Es gab in Dark Souls 1 einen Ring, der hat dir, oder er hat es dir ermöglicht, auch im Wasser oder auf Schlamm so schnell zu laufen, als wenn das nicht der Fall wäre. Ja. Als wenn du normal laufen würdest, ja, ne? Aber irgendwie gibt es den in Dark Souls 2 nicht. Ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen, was ich auch ein bisschen kackes fand. Ist nicht irgendwie so, dass du den Ring so für die Balance einbräuchtest dann? Ja, das, den gibt es ja auch für die Balance, ja, aber ich glaube, der erhöht nur deine Standhaftigkeit dann auch. Ja, weil er gestunt ist, ne? Ja, genau. Los, komm ran, Mustafa, hier. Schön rumlaufen, ein, zwei Mal schlagen. Lol, 16 Schaden mache ich. Okay, das steinerne Schwert hat keinen Sinn. Boah, ich... Ich geh mal genau auf ihn drauf, wenn er hochspringt. Nein, 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 nein! Au, au! Nein, nein, nein! Nein, 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 genau, beschäftige ihn, ich trinke was. Das genau. Bist du ein Schwein! Der ist übrigens von hinten, ist der weniger gepanzert, ne? Wenn du die Beine von vorne eingreifst, sind die ziemlich stark gepanzert. Also erst von hinten ist er eigentlich mit am verwunstensten. Achtung! Ja. Hat er dich? Hast du überlebt? Ja. So ein Schwein, ey. Normalerweise ist das... Naja, wenn du ein bisschen angekratzt bist, ist das fast ein Instant-Kill. Junge! Oh, du bringst mir Glück. Aber das hätte ich normal nicht überleben dürfen, weil ich bin auch nicht gerannt. Oh Mann, warum mach ich denn jetzt so wenig Schaden? Manchmal mach ich so viel und manchmal gar nicht. Greif an! Ich hab überhaupt keine Stamina, sehe ich gerade. Nein! Oh, haben wir ein Schwein. Oh Gott! Virtuelles High-Five, ey. Ja, auf jeden Fall. Warte, ich hol mal eben den nächsten. Wie sind hier denn? Das ist der dritte. Ja, ich glaube, hier sind vier oder so. Warte mal, wo du sagst, das Blitzding hilft. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht so richtig. Also so ein bisschen schon, ja, aber... Uchigatana. Alter, da sind noch drei da, ey. Ach, ja, den ganz hinten, den linken, den brauchen wir ja nicht. Wir müssen jetzt hier nur einmal durchkommen. Der hat dir mal eben 700 Schaden gemacht, ey, krass. Weil das wird bei mir angezeigt, wie viel Schaden du erleidest. Also die Zahl. Steht da nur? Ja, er greift dich halt an, ne? Sagen wir es mal so, wie es ist. Huch! Doch, mit der Waffe mach ich mehr Schaden. Nein! Autsch! Au! Was hin? Bei mir! Ich wollte mich gerade wieder... Lol. 22 Schaden mit einem schweren Angriff. Also diese Au! So, wie viel Estus hast du noch? 9. Du? 3. Oh, irre. Wie viel hast du denn insgesamt? Ich kann 12 haben. 12, ja. Er kommt. Los, der letzte. Das heißt, den ganz links, den dann brauchen wir nicht mehr. Nein, ein paar Items kannst du hier noch einsammeln, aber dann ist gut. Dann verlassen wir das Gebiet auch schon wieder. Ja, ja. Was ist los hier? Oh! Oh! Spitzig mit Feuer, ne?
gleich springt er wieder. Oh, der ist hinter mir her, oder? Ja, bin ich gut. Ah! Alter, im letzten Moment. Was ist hier los? Ey, komm, ich hab mich gerollt. Okay, ich laufe mal hier. Alter, ich laufe mal hier aufs Festland. Vorsicht, links hier vom Festland geht's knallhart runter. Hier. Vielleicht kommt er dir hinterher. Hier haben wir aber ein bisschen bessere Chancen als da im Wasser. Du darfst hier nur nicht runterfallen. Hier ist Abgrund daneben. Ach scheiß doch. Ja, das ist natürlich. Ich glaube, er wartet uns nicht mehr. Drauf geschissen. Also, wenn du. Ja, oder willst du die Items noch haben? Nee. Okay. Ich mal, ich war besser. Ja, dann kannst du jetzt hier den Drachenstein einsetzen, wo ich gar nicht weiß, wo ich den her hatte. Den Stein benutzen? Okay. Und wurden aufgetaucht. Jetzt kannst du da sehen, wie die Brücke sich halt baut. Irre, ne? Und jetzt können wir hier den Aufzug aktivieren. Ach, den Schalter kann ich also auch nicht benutzen. Toll. Lol, was ist hier denn? Hier bin ich ja noch nie lang gegangen. Was ist das? Liegt hier ein Item? Hier liegt bestimmt ein Item, ne? Das habe ich, glaube ich, damals gar nicht geholt. Nein! Und? Drakenblut Großschwert. Das hört sich ja nicht, nicht verkehrt an. Warte, ich guck das mal. Und ich hab's nicht. Ja. 65 physischen Schaden, 34 Magieschaden. 34 Blitz noch. Cool. Aber das ist ein Stärkeschwert, ne? Ja. Ja, gut. Großschwert. Na los, weiter geht's. No. Christus, ey. Das ist ein Gefängnis. Huch! Oh, ja. Mal, ne? Ja, warum konnte ich jetzt auf einmal diesen Schalter betätigen? Das musst du mir mal bitte erklären. Ich weiß es nicht, aber ich prüfe mich, gleich abholst. Ja, du kannst ihn ja wieder runterholen. Haha, also. Er hat runterholen gesagt. Bist du runter weg? Ja, ja, kannst du machen. Ich stehe hier oben. Es ist irgendwie ein bisschen schade, ne, dass die Addons gar nicht mehr so viel gespielt werden, dass man hier inversiert werden könnte. Aber das ist irgendwie generell weniger geworden, oder? Also ich bin der Meinung, dass Dark Souls 1 länger online bespielt wurde und so weiter als Dark Souls 2. Weil, aber das ist jetzt nur so meine Meinung und meine Vermutung, weil ich finde, dass, bei Dark Souls 2, oder der Abstand zwischen Dark Souls 1 und Dark Souls 2 war halt größer als der Abstand zwischen Dark Souls 2 und Bloodborne. Ja, das waren auch viele jetzt bei Bloodborne dann, ne? Genau, die haben dann geguckt, okay, Dark Souls 2 habe ich durch. Ich will jetzt schon wieder weiter, weil ich will ja irgendwie in der Szene bleiben und so weiter, was ich auch alles nachvollziehen kann. Aber dadurch hat halt, sag ich mal, der Online-Spielspaß bei Dark Souls 2 natürlich hart gelitten, ne? So, jetzt sind wir nämlich wieder hier oben. Jetzt kannst du hier einmal ach nee, das brauchst du eigentlich gar nicht. Wir können wieder weg. Du kommst hier sofort an ein anderes Bonfire dran. Ich mach's trotzdem einfach mal. Okay. Hab ich das schon? Ja, ja klar. Das ist das allererste. Ja, soll ich mal einrufen? Wie, wer ist denn da? Echt? Ja, hol ran. Minion. Hol ran, weil jetzt kommen wir jetzt gleich zu... wieder ach, zum Miniboss. Hier sind wir dran. Hast du ihn geholt? Ich hab ihn geholt, ja. Das klappt dann. Du sagst, vielleicht kommen wir da zu einem Boss? Ja, zu einem kleinen. Kleinen? Zwischenboss. Ja. Rufen fehlgeschlagen. Ach, ja, dann halt nicht. Wir können, für den Boss kann man aber noch zwei NPCs rufen. Darum hatte ich halt gefragt, wie viele Spieler man maximal haben kann. Ich brauche echt bessere Waffen. Ja, dann komm mal jetzt. Wer ist der? MacDuff oder wie der heißt?
Ja, ein bisschen, ja, ich habe 30.000 Seelen, da kann man ein bisschen was machen, stimmt. So, hier geht's weiter. Okay. Warte mal, wo sind, nee, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Warte mal kurz. Ja doch, oder, nee. Ganz tief unten, weit. Warte mal, ich wollte, ich, nee, warte mal ganz kurz, lass mich kurz vorgehen. Ich wollte eigentlich erst noch woanders hin. Aber jetzt muss ich gerade echt mal grübeln, wie kam ich denn da nochmal hin? Ach so, ja, nee, ja, komm mal nur zurück. Und zwar, wir gehen jetzt erst, wie gesagt, zu dem Zwischengegner. Zu dem Zwischenboss. Weil das will ich dir halt geben. Gib's mir. Ist ja, auf jeden Fall, warte mal. Ja, hol's dir, Digga. Guck an. Wir müssen. Noch eins, halt noch zwei. Ja, eigentlich müssten wir dafür jetzt reisen. Nehmen wir den hier? Ja, warte mal, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten hin? Wir müssen eigentlich wieder zu dem Bonfire, wo wir eben angefangen haben. Da kommen wir jetzt aber eigentlich nicht schnell hin, ne? Komm, dann müssen wir an diesen einen komischen Viechern vorbei, oder? Ja. Den Ninja Turtles. Da. Was? An welchen Ninja Turtles? Darum hätte ich jetzt gesagt, dass ich eben, wie heißt das? Eben das Spiel verlasse und wir teleporten uns da beide eben hin. Ne? Ja, das können wir so machen. Nein, nein, nein! Ah. Was du noch 2000 Seelen oder irgendwie sowas? Ja, es ist mega kostengünstig. So, du musst, ja, bis gleich. Du musst jetzt reisen zum. Ja. Geil. Ich könnte dir jetzt eigentlich noch zwei Sachen zeigen, aber eines ist jetzt nicht so wichtig. Das andere ist jetzt eigentlich wichtiger, wo ich dich hinbringen will. Ich hoffe zumindest, dass es richtig ist, oder? Weil ich vertue mich einfach wirklich gerade total hart. So, wir müssen reisen nach, nee, das ist ja das. Ja, und zwar, ja, wieder zum Gebetsturm, meine ich, müssen wir. Okay. Ja. Und da dann den Schlüssel benutzen. Und ich meine, dann kommen wir da hoch. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das wirklich schaffen, die Gegner zu besiegen. Ey, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Was sind das, mehrere? Das sind drei Leute. Oh Gott. Gleichzeitig. Da werden noch ein drei NPC Leute. Verkehrt. Ja, aber kannst du dir natürlich vorstellen, ne? Diese drei Leute, das ist ein krasser Fernkämpfer, ein mega krasser Nahkämpfer und einer, ein so ein ganz flinker Nahkämpfer, sag ich mal, der dir den ganzen Tag richtig auf den Sack geht. So bloß, die sind so wie Ornstein und Smog. Schlimmer. Ja, nein, schlimmer. Ja, doch, eigentlich schlimmer. Ich freue mich. Hast du Sign gefunden? Bisher ist hier noch nichts. Muss aber. Ja, das hat eben auch noch ein bisschen gedauert, bis dann was kam. Ich gehe schon mal vor. Gebetsturm, ne? Ja. Wieder in der einen Ecke da hinten. Ja, da ist bisher noch nichts. Irgendwie was mit dem Internet oder so? Und dann hätten wir kein Skype. Nee, mit der PlayStation. Das ist ein bisschen gut. Ach, guck mal da. Da ist er. Dass du jetzt vorgegangen bist, hat jetzt gar nichts gebracht, ne? Wenn du was? Jetzt vorgegangen bist. Nein, natürlich bin ich, das war ein Spaß, ich bin nicht vorgegangen. Backstab. Die Serie. So, Boah, wir müssen jetzt. Wo bist du? Ich sag ja, du machst einen Abgang. Nee. Passt. Hui! Also gegen solche Kämpfe.